Herzlich willkommen beim Workout mit der Kettlebell und dem Medizinball. Trainingsschwerpunkte sind für uns Kraft, Ausdauer und die Schnellkraft. Die Übung 1 ist der Kettlebell Swing. Dafür stellst du die Kettlebell ca. 30-40 cm vor dir hin, greifst mit den Händen die Kettlebell, achtest darauf, dass dein Rücken gestreckt ist und die Knie leicht gebeugt sind. Drehst deine Ellenbogen nach hinten, dann verankerst du gut den Schultergürtel. Von hier bewegst du die Kettlebell nach hinten zwischen die Beine und führst die Kettlebell mit einer lockeren Griffposition nach oben. Hab das Gefühl, dass die Kettlebell immer ganz locker in den Händen liegt. Wenn du oben bist, neigt man ganz gerne dazu, sich nach hinten zu lehnen. Komm bitte nur bis zur Senkrechten. Und sobald du die Kettlebell von unten nach oben bewegst, bring ganz schnell Spannung in die Gesäßmuskulatur. Eine der wichtigsten Dinge beim Kettlebell Swing. Um diese wichtige Grundspannung bei Übung 1 gut zu spüren, zeigen wir euch zwei weitere Übungen, wie du die Gesäßmuskulatur gut ansteuern kannst. Dazu nutzen wir das Powerband und die Sarah ist im Moment im Kniestand. Bewege bitte dein Becken vor zurück. Auf geht's. Du kannst, wenn du das Becken vorschiebst, dadurch sehr gut die Gesäßmuskulatur ansteuern. Das ist eine Möglichkeit, das wahrzunehmen. Die zweite Übung, um die Gesäßmuskulatur gut anzusteuern, ist die Übung mit dem Powerband im Stand. Dabei greifst du das Powerband zwischen den Beinen und richtest das Becken wieder nach vorne auf. Wir zeigen euch in einem anderen Video auch, wie du optimal das Powerband an der Wand bzw. in der Tür fixieren kannst. Unsere zweite Übung ist die tiefe Kniebeuge mit einem Gewicht vor der Brust. Hier nutzen wir jetzt die Kettlebell. Sobald ein Gewicht vor der Brust ist, wird man automatisch dazu gebracht, sich auch ein bisschen mehr aufzurichten, was sehr wichtig ist bei einer Kniebeuge. Achte zusätzlich bitte darauf, dass deine Fußsohlen gleichmäßig belastet sind. Solltest du keine Kettlebell zu Hause haben und brauchst ein anderes Gewicht, empfehlen wir dir alternativ zum Beispiel einen Medizinball. Die Bewegung bleibt sonst gleich. Und ich möchte euch noch eine wichtige Sache zeigen von der Beckenpositionierung. Geh nur so tief, wie das Becken noch ruhig ist. Das zeige ich euch mal. Sarah, halte mal bitte unten an. Hier seht ihr jetzt, dass das Becken noch ruhig ist. Würde Sarah tiefer gehen, wird das Becken aufgerichtet. Also haltet den Rücken gerade. Mach noch ein paar Wiederholungen bitte. Wenn ihr das zu Hause gut sehen wollt, macht das gerne seitlich zum Spiegel. Dann seht ihr optimal, wie sich euer Becken verhält. Übung 3 ist eine Übung für die Rumpf- und Bauchmuskulatur. Dabei nutzt du ein Gewicht wie hier den Medizinball vor der Brust und führst dieses Gewicht hin und her. Richte deinen Rücken dabei auf und halte bei der Bewegung deine Knie recht ruhig. Wenn du deinen Oberkörper jetzt weiter nach hinten lehnst, ist die Übung anspruchsvoller. Achte bitte auch auf eine gleichmäßige Atmung. Jetzt geben wir dir noch eine Idee für ein sinnvolles Workout. Damit bedienen wir uns dem Prinzip vom M-Rap. Das bedeutet, as many repetition as possible, so viele Wiederholungen wie möglich. Erinnere dich an Übung Nummer 1 mit der Kettlebell, der Swing. Ja, dabei führst du 8 Wiederholungen durch. Übung 2 mit der Kettlebell oder dem Medizinball vor der Brust, die tiefe Kniebeuge, ebenfalls 8 Wiederholungen. Und Übung 3 im Sitz, den Twist, ebenfalls 8 Wiederholungen. Es ist jetzt wichtig, dass du Übung 1, 2, 3 nacheinander durchführst und immer weitermachst, immer wieder bei Übung 1 anfängst, nachdem du durch bist. Bist du eher Einsteiger, führe das Workout 6 Minuten durch. Würdest du dich als Mittelstufe einschätzen, 8 Minuten? Bist du fortgeschritten, probier das Ganze gerne 10 Minuten. Gerne geben wir dir noch ein paar wichtige Infos mit. Erstens, arbeite gerne barfuß, sobald du mit der Kettlebell arbeitest oder mit sogenannten Barfußschuhen, die dir aber eine gute Stabilität geben. Vermeide eher Schuhe, in denen du dich schwammig fühlst und in denen du dich unwohl fühlst. Das zweite ist, sobald du mit der Kettlebell swingst, achte darauf, dass vor dir niemals Lebewesen sind, einfach zur Sicherheit. Und wenn so eine Kettlebell, wenn du richtig ins Schwitzen kommst, mal rutschig wird, kannst du gerne auch Magnesium nutzen für rutschfeste Hände. Das war für dich ein Einblick in ein Ganzkörper-Workout, bei dem du je nach Intensität natürlich auch ein richtig komplexes Figurtraining durchführen kannst. Wir empfehlen dir unsere weiteren Trainingsvideos mit den Trainingsgeräten und empfehlen dir natürlich, sobald es möglich ist, das Workout mit einem Personal Trainer, um das Ganze auch mal in der Praxis zu überprüfen. Jetzt wünschen wir dir aber erstmal viel Spaß beim Training und die weiteren Infos siehst du bei uns im Link.